Ja, toller Start. Herzlich willkommen zu Minecraft Mine World. Und ich habe Hunger. Ich bin wieder auf Tour. Aber diesmal habe ich besseres Essen mitgebracht. Boah, das kenn ich von mir überhaupt nicht. Ach, das ist... Oh. So, moin, Günther in Rüstung. Ja, danke. Wir müssen mal wieder einen Diamanthelm machen, damit wir den hier besser machen. Hi, Hühnchen. Als ich vorhatte, hier irgendwo, was ich noch sagen wollte, hier irgendwo war ein Schwab, also ein so ein Ding. Ja, jetzt kaputt gegangen. So ein Ding und das flog in der Luft. Also da flog irgendwie hier so. Flog so hier auf dieser. Auf dieser Fläche. Vielleicht ein bisschen ein Block oder zwei Blöcke weiter oben. Aber ich bin da kurz offline gegangen und dann war ich schon wieder weg. Ja. Was ich heute vorhabe, ich möchte denkens ein Korallenriff. Cool. Also ich hatte vor, dass ich heute halt mal nach einem Dorf suche oder und gleichzeitig auch nach diesen dunklen Prismarin. Und da hinten sehe ich, da ist etwas. Und da hinten ist ein Korallenriff. Ich gehe mir... Oh, ja, es tut mir leid. Was kann ich dafür, wenn du vor mir läufst? Ich muss schnell weg. Alter, die Delfine verfolgen mich? Sag mal, verfolgen die mich immer noch? Ja. Es tut... What the? Nein. Nee. Warte mich. Oh, nein, das waren die gar nicht. Nein, kacke. Oh, hä? Oh, oh. Delfine. Oh! Ja, moin. Wenn du meinst. Nimm mal diese Prismarin-Kristalle mit. Hä? Ach, weil gar kein Unterwasserdorf. Oh, doch, war es. Kein Unterwasserdorf, halt so ein versunkenes Dorf. Übrigens, der Map-Ersteller von Michael Fantasia, der ist gerade dabei, die Welt vom Nachfolger zu machen. Falls ich Fantasia überlebe, werde ich dann in diese Welt kommen. Es hat die Map, wo ich bin, es handelt sich da um Wasser. Ich weiß. Also da ist auf jeden Fall ein... Ja, obwohl... Ey, da... Oh. Also da auf jeden Fall, da ist... hat es was mit Wasser zu tun. Da hinten ist das Korallenriff. Aber da hinten ist ein Dingsbums. Alter, ganz ehrlich, ich finde dieses... Aquatik-Update ein bisschen OP, weil... Es gibt so viele neue Sachen, die ultra selten sind, zum Beispiel Dreizecker, aber die sind irgendwie, kriege ich die voll oft. Druff. Und wir haben eine Schatzkarte. Jetzt hoch.
So, wir sind oben. Und wo soll der Schatz sein? Dann haben wir den zweiten Akquisator. Da hinten ist noch ein so eine Frack. Obwohl, wir können es ja weiter erforschen. Eine Frack. Alter, ich huste immer noch. Hart. Okay, ich muss wieder hoch. Wir bräuchten diesen Schildkrötenhelm, ne? Aber dafür brauchen wir noch 3 von den Schildkrötenschuppen. Ja, Mann, ich weiß ja auch nicht, wo diese Kisten sind. Gibt es doch bei den großen Fracks gibt es doch immer 3. Oh nein. Nein? Nein, ich möchte nicht sterben. Hä? Warte mal, man kann doch irgendwie Luft holen. Da hinten war das zweite versunkene Wrack. Irgendwo da hinten war das Korallenriff. Sagen, wir gehen jetzt mal dahin. Da hinten ist noch so ein versunkenes Dorf oder wie auch immer ich es nenne. Oh, ja, es tut mir leid. Nein, 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 nein. Was? Ey, Leute. Was kann ich dafür? Wenn die genau. Ja, warte mal, wo war denn das? Ja, da. Wenn die genau vor mich so dingsen und ich die dann haue. Da hinten ist wieder das Eisdings. Run, 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 run. Und unbekannte Karte und eine Schatzkarte. Okay, cool, cool. Ne, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich verliere Luft. Und der andere Schatz ist. Oh nein, hab die Schatzkarte verloren. Ey, wenn wir 3 Herzen des Meeres haben, ey, das wäre ein bisschen zu OP. Weil das Ding sich. Oder? Oh, jetzt sind beide die gleichen Schatzkarten. Oh ja, moin. Ist aber gar keine zweite oder dritte Truhe. Wollte mich gerade irgendwie. Ich glaube, die wollen mich nur veräppeln. War schon, hier ist nichts. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem ganzen Projekt. Das war der finale Schätzer. Ja. So. Wo ist der Schatz? Wir brauchen ja eigentlich nur eine Schatzkarte nutzen. Der ist auf der Insel, okay? Schatzinsel. Okay. Was ich auch noch ansprechen wollte, YouTube könnte ja zu 50-50% gelöscht werden 2019. Ja, ja. Falls ihr das nicht wollt, dann schreibt überall bei jedem Video, was ihr guckt. Den Link, den ich ich meine, halt den Hashtag, den ich da in das Video schreiben werde. Jetzt mal im Ernst. Schreibt das überall rein. So oft wie es nur geht, schreibt
bis eure Finger kaputt werden, damit vielleicht mal die Regierung das Gesetz Blablabla 13 irgendwie ändert. Ich weiß nicht genau, wie das Projekt heißt, wie das neue Gesetz da hieß. Ja, moin. So, und wo ist der Schatz? Das würden mir mal, glaube ich, alle gerne wischen. Jo. Ja, wo ist der Schatz? Das wäre eigentlich ganz nett, wenn ihr uns mal sagen würdet, wo der Schatz ist. Würde mich nämlich riesig freuen. Damit würdet ihr auch die Dega Army sehr doll unterstützen. Oh nein. Bin runtergefallen. Mann, wo ist denn dieser verdammte Schatz, Junge? Letztens habe ich in der Welt, wie wir letztens einen random Schatz gefunden, also auf kreativ habe ich es gefunden. Ich wollte ein Haus bauen und habe mich runtergegraben vom Keller und neben mir war ein Schatz. Und ich würde auch außerdem auch gerne wissen, wo der andere Schatz ist, den wir suchen. Wo ist er? Wo ist der Schatz? Cool wäre es aber eigentlich auch, wenn es, ob es irgendwie Perlen gäbe. Das wäre irgendwie cool, dass es irgendwie Muscheln gäbe und Perlen auch. Also ich hätte das auch richtig cool gefunden. Würde es Mobs geben, die Perlenspor machen. Aber hier ist der kein Schatz. What the heck, wo soll der? Ich hätte mal TNT mitnehmen sollen, ey. Nächstes Mal, wenn wir auf Schatzsuche gehen, dann nehme ich mal TNT mit. Okay. Hier ist ein Schatz. Nein, hier ist kein Schatz. Nein. Hä? What the heck? Oh nein, bitte hier schon wieder eine Höhle mit Wasser. Oh nein, bitte sag nicht, dass es eine Wasserhöhle ist. Nee. Ohne mich. Ich würde sagen, ich beende die Folge. Wir werden jetzt mal nach einem NPC-Dorf suchen. Oder überhaupt noch ein Dorf. Wir haben hier keinen Schatz. Leute, ist kein Schatz. Und ja, bye bye.